Kinders, Kinders, Kinders. Hallo ihr Lieben, der Ralf von Living to Go. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer sage, weil steht ja unten drunter, welcher Kanal das ist. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Wochenrückblick, der ja ein bisschen verspätet kommt, ne? Letzte und vorletzte Woche habe ich keinen Wochenrückblick gemacht. Tut mir furchtbar leid. Letzte Woche war ich ziemlich krank. Ich habe nämlich unter einem schweren Fall von keiner Lust gelitten. Und deshalb gab es kein Video, habe ich schnell ein anderes Video reingeschoben, was ich schon vorproduziert hatte. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ihr seid ja praktisch meine Arbeitgeber und von daher suche ich jemanden, der mir eine Entschuldigung schreibt. Freiwillige vor. Ja, dieses Video wird aber dafür umso länger. Also holt euch einen Kaffee, setzt euch gemütlich zurück, gibt viel zu erzählen. Kleine Messe nachlese, ganz witzige Geschichten. Ein bisschen was zum Ordnungsamt Köln. Ich sag was zu Fritz Berger. Erzählen natürlich wieder, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ne? Da zeige ich euch mein Budget. Und dann brauche ich zum Schluss noch eure Hilfe, also wirklich. Deshalb bleibt bitte bis zum Schluss dran. Also ich fand die Caravan-Messe toll. Gibt ja also einige, die sagen, nichts Neues und so weiter. Aber wenn es was Innovatives gibt, dann machen sie es auch gleich wieder, reden sie gleich wieder klein. Was soll ich sagen? Ich fand die Messe toll. Vielen Dank übrigens einmal an die Organisatoren der Messe in Düsseldorf. Die haben das wirklich gut gemacht, wenn man überlegt, wie viele 100.000 Leute da waren, das alles zu kanalisieren in die drei Eingänge und so weiter und so fort. Habt ihr wirklich gut gemacht. Doppeldaumen von mir. Und ihr habt euch auch diesmal um die Blogger und Presseleute gut gekümmert, finde ich. Ne? Gab ja so eine Blogger-Lounge. Dann gab es auch so ein Treffen mit Bloggern und Herstellern. Wirklich super. Haben sich auch einige dran beteiligt. Ich habe nette Leute kennengelernt, auch nette andere YouTuber. Und hat mir wirklich gut gefallen. Und hat sicherlich auch zur Verständigung beigetragen, ne? Also Hersteller, YouTuber und so weiter. Einige von euch kennen ja meinen Bericht von Chausson oder über Chausson. Also wobei der Bericht eigentlich nicht gegen Chausson war, sondern gegen die Leute, gegen das Standpersonal, was schon seit Jahren sozusagen einen schlechten Job einfach macht. Oder sagen wir mal einen unfreundlichen Job. Die mögen ja gute Verkaufszahlen haben, das kann ich nicht beurteilen, aber die sind einfach unfreundlich. Und das, wie gesagt, seit Jahren und nicht nur gegen mich, sondern gegen ganz, ganz viele. Einige von euch hatten ja ein bisschen Verständnis für die Verkäufer. Das ehrt euch, aber mal ganz ehrlich, bei Erstellen des Videos gab es, glaube ich, weiß ich nicht, 12 oder 13 Berichte über Chausson auf der Caravan-Messe 2022. Vier davon kamen von mir. Also ich sag mal über den Daumen, alle zwei Tage war da mal ein Blogger. Das dürfte nicht zu viel sein. Natürlich gibt es unglaublich viele YouTuber, wahrscheinlich Millionen, aber nicht so viele in der Caravan-Szene, Wohnmobil- und Caravan-Szene. Das sollte man so ein bisschen differenzieren. Und natürlich sind von denen nicht alle auf der Caravan-Messe, ist doch klar. Also das ist ja auch nur ein gewisser Teil. Ich habe mit dem Chef von der Messe so ein bisschen Smalltalk gehalten, sage ich mal, und habe denen vorgeschlagen, dass wenn sie die Hersteller müssen ja irgendwie so ein Formular ausfüllen, damit sie halt ihren Stand mieten. Und da könnte ja auch eine Zeile stehen, wer ist denn Presseansprechpartner zum Beispiel. So, und dann könnte man ja als Blogger, Pressemensch mit denen Kontakt aufnehmen und dann einen echten Termin machen. Und somit wäre die ganze Problematik weg. Der Pressemensch könnte sich natürlich dann auch über den Blogger Presse erkundigen. Ne? Und dann könnte man frühzeitig einen Termin machen und dann würde man ja auch keinen stören. Wobei das eigentlich auch eine Ausnahme ist, denn die
anderen Hersteller. Also alle, wo ich war, waren alle nett und freundlich. Weist nochmal auf meinen Bericht Megamobil hin. Also einfach klasse. Ne? Also viele wissen da zu schätzen. Einer schrieb, ob ich mich nicht überschätzen würde, ne? mit meinem Einfluss auf das Kaufverhalten von Wohnmobilen. Also erstmal überschätze ich mich überhaupt nicht, finde mich ein ganz kleines Licht, ganz kleiner Blogger, habe überhaupt nicht den Anspruch, in irgendeiner Form auf irgendjemand oder irgendwas einzuwirken. Ich erzähle meine Meinung und ich erzähle vor allen Dingen meine Erfahrungen. Davon profitieren einige, andere finden das wieder doof, wie das halt so ist im Leben. Aber eins ist klar, also ich weiß bestimmt von 15 Usern, die sich wegen mir so einen Chanson-Kastenwagen gekauft haben. Ne? Also ich sehe ja in den Kommentaren und dann schreiben sie, wegen dir habe ich mir so Chanson überhaupt angeguckt und bla bla bla. Also würde ich Provision von Chanson kriegen, würde ich sicherlich ein paar Euro verdienen, gar keine Frage. Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja nicht nur darum, dass wir YouTuber über irgendeinen Kastenwagen, teilintegrierten, irgendeinen Wohnmobil berichten, sondern wir leben ja diesen Spirit, sag ich mal. Das heißt, ne, viele sind unterwegs, berichten von ihren Reiseerlebnissen und wecken doch da auch Sehnsüchte, das ist doch gar keine Frage. Überlegt mal, würdet YouTube geben, dann hättet ihr Öffentlich-Rechtliche und dann gibt es da so einmal die Woche irgendeinen Bericht über Kanada, um was zu sagen. Das ist auch ganz schön, aber hier hat man ja die freie Wahl und vor allen Dingen on demand. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, um 17.25 Uhr Lust habe, mich über Spanien zu informieren, dann kann ich das tun. Und wenn ich mich über Spanien informieren möchte mit Wohnmobilreisen etc., ne, das kann ich einsortieren und kann mir da, weiß ich nicht, 3, 4, 20 Videos angucken. Und da haben wir YouTuber sehr wohl einen Einfluss. Das ist überhaupt gar keine Frage und auch einen sehr großen Einfluss. Ich will nicht sagen, dass wir bestimmend sind oder also ist immer eine Sache von vielen Dingen, gar keine Frage, aber wir sind halt auch ein Teil davon. Das muss ich mal deutlich unterstreichen. Ich finde, die Wohnmobilbranche kann uns da so ein bisschen dankbar sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. Und wie gesagt, die meisten sind das auch. Chasseur ist da, wie gesagt, eine Ausnahme. Und wenn die da nicht dran arbeiten, dann weiß ich nicht. Aber es soll ja deren Sache sein, um Gottes Willen. Ich wollte das nur mal so ein bisschen gerade stellen. Aber ich persönlich finde mich überhaupt nicht als mächtig oder einflussnehmend insofern. Und schon gar nicht in der Masse. Ne? Sicherlich den Einzelnen vielleicht schon mal, aber nicht die Masse. Also wir reden von einem unglaublichen Boom in der Wohnmobilbranche und das hat sicherlich auch mit den YouTubern zu tun. Mal eine Lanze brechen. Ne? So. Ja, ich habe ja dann so drei Vorträge gehalten auf der Messe. Sind mir ganz gut gelungen, muss ich sagen. War schon nervös, sieht man mir natürlich nicht so an. Aber ich selber sehe mich natürlich anders und war schon ein bisschen aufregend. Aber was passiert ist, aufgrund der Vorträge waren unglaublich viele Menschen da, also Zuschauer von mir, die mich mal kennenlernen wollten und auch Fragen gestellt haben und so weiter. Und das fand ich richtig, richtig klasse. Da habe ich gesehen, wie viele tolle, nette Leute ihr seid. Also wirklich, ja, ne, ich sehe euch ja nicht. Ne? Face to face ist das was anderes. Ne, da weiß man schon, in den ersten Sekunden ist ein netter oder und so weiter. Aber alle nett, alle super. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir guten Tag gesagt habt. Gab viele Situationen, hallo Ralf, ne, schimmer mir aus dem Rücken und so weiter, also finde ich klasse. Einige wollten sogar Selfies von mir, tut mir leid für den Fotoapparat. Es gibt sicherlich hübschere Sachen zu fotografieren, aber mein Gott, ihr seid ja alt genug. Einige haben mir übrigens erzählt, ich glaube zwei oder drei haben mir gesagt, aufgrund meiner Chanson-Videos, dass alle auf dem Stand, also einer sagte so, ne, alle, Ralf, ich sag dir, alle kennen dein Video. Naja, wenn es hilft, ich glaub's ja nicht. Ja, dann, was gab's noch? Ja, nette Abende.
Also so eine Messe ist wirklich anstrengend, sage ich euch. Den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen, mit vielen Leuten reden und abends noch Bierchen trinken. Also das zehrt. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also da habe ich so schon 2 Tage gebraucht, bis ich wieder sozusagen ja am Leben war. Das war wirklich, wirklich klasse. Ja, und viele, viele Storys, die dann so abends passiert ist. Und eine Story, die ist wirklich lustig, muss ich euch erzählen. Der Sven Herzog, ihr wisst, German Television, wahrscheinlich der größte YouTuber im Bereich Wohnmobile mit fast 300.000 Abonnenten. Also der kann was, der Mann. Der hatte drauf, das muss man wirklich sagen. Ich habe den immer schon bewundert, Kameraführung, Ton und so weiter. Das macht er wirklich klasse. Aber ich kannte den ja persönlich nicht. Und also so vom Angesicht her. Ich kenne nur den Kanal. Ich gucke den nicht so viel, weil ich mich ja nicht so für Wohnmobile interessiere. Ich habe ja eins. Aber rein technisch und so weiter ist der super, 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 super. So, und als ich dann, ich war ja 2 Tage vorher auf der Messe, also schon auf dem Stellplatz, und die Wohnmobile stehen ja immer so dicht an dicht, ne? Also ich sag mal mit so einem 80 cm Abstand stehen die da. Die eine Tür geht nach da dann auf und die andere nach da, ne? Also je nach Richtung. So, und da kam dann Sven Herzog mit seinem Wohnwagen. Der hatte also so einen Wohnwagen dabei diesmal und stellte sich also ganz dicht an den anderen. Und da habe ich ihm gesagt, aber meinst du, das ist richtig so, dich da so hinzustellen? Ja, ich stehe hier immer und bla bla bla. Und ja, sag ich, du, ich bin hier nicht der Parkplatzwächter, aber ich finde schon, dass man dem anderen eine Chance geben sollte, seine Tür aufzumachen. Weil er, ne, die Tür ging also sozusagen nach da auf und dann hat er sich da hingestellt. Und dann kriegte der die Tür da nicht mehr auf. Ne? Ja, und dann hat er sich die Situation nochmal angeguckt und hat sich tatsächlich auch mit seinem Wohnwagen woanders hingestellt und kam dann nochmal wieder und sagte, hör mal, du, ich habe das gar nicht realisiert mit der Tür. Ne, so. Und ja, hat das sozusagen geklärt. Und das, sowas finde ich immer toll. Ne? Also man kann ja eine Meinung haben, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, sieht man ja vielleicht, dass man auch nicht ganz korrekt gehandelt hat oder was übersehen hat, wie in dem Fall. Ja, und da kam er halt, wie gesagt, zu mir und hat das dann nochmal gerade gestellt. Und das, wie gesagt, das ist Charakter. Sowas finde ich toll. Da gibt es nicht mehr so viel. Und ja, und dann haben wir natürlich noch ein Bierchen getrunken, 2 Tage hintereinander. Und dann sagte er, komm, ich mache mal einen Bericht über dich. Und das ist schon so ein bisschen, also übertrieben gesagt, so ein Ritterschlag. Ne? Also der sucht sich ja seine Kandidaten schon aus. Ja, und hat dann einen Bericht gemacht und der ist auch ganz gut geworden, finde ich. Ich verlinke den mal unterhalb, wenn euch das interessiert. Und ja, also ein super, super netter Typ, unglaublich kompetent. Und sehr witzig und halt so ein Humor, den ich halt mag. Ne? Also ich habe den zum Beispiel gefragt, mein Gott, Sven, was kann ich noch verbessern an meinem Kanal? Und seine Antwort war, hast du schon mal über Selbstmord nachgedacht? Ja, finde ich super. Ne? Also ich stamme ja aus einer Generation oder aus einer Szene, sage ich mal, die zum Wahlspruch hatte, lieber einen guten langjährigen Freund verlieren, als eine Anekdote oder einen Witz auslassen über ihn. Ne? Ich weiß, es gibt Leute, die verstehen meinen Humor nicht oder finden das bedenklich. Und ich weiß, die Zeiten haben sich auch geändert. Ne? Also so ein Volker Pispert, um was zu sagen, der könnte heute nicht mehr auftreten. Der wird viel zu offen, viel zu ehrlich. Heute muss man ja alles so verklausulieren, durch die Blume sprechen und keine Ahnung, was das bringen soll, aber ich bin ja auch schon alter Knacker, ne? Und ich bin genau der Typ, der Typ, über den ich als junger Mensch ja auch, ja, wie soll ich sagen, ne, also die Alten früher, als ich jung war, die haben ja gesagt, diese Jugend verstehe ich nicht mehr, langhaarige Affen, ne, wir trugen so Plateauschuhe, Jeans oder Hosen mit so breitem Schlag. Ich hatte so eine wunderbare, echt Plastiklederjacke mit so breitem Kragen.
Haare bis zur Taille, ist wirklich wahr. Und ja, da bin ich natürlich schon ein bisschen aufgefallen, also mit anderen natürlich. Und ja, da wurden ja im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, habe ich letztens noch gesehen, wurden ja Interviews geführt mit älteren Leuten, noch in Schwarz-Weiß, die dann sagten, diese langhaarigen Affen, die muss man aufhängen, vor die Wand stellen. Und das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn, wie sich die Gesellschaft und in vielen Bereichen auch zu Positiven geändert hat. Überhaupt keine Frage. Ja, aber das zum Sven war, wie gesagt, sehr, sehr lustig. Eine andere Anekdote, die nicht so lustig ist, will ja Plissés haben in meinem Führerhaus. Und das hatte ich mal in einem Video erwähnt. Und da schrieb der Helmut mich an und sagte: Hör mal, ich habe noch so einen kompletten Satz, nagelneu, willst du den haben? Ja, haben wir telefoniert, haben wir gesagt, alles klar, war ein bisschen schwierig, da ranzukommen, weil er hatte die Verpackung weggeschmissen, ne, weil er das einbauen wollte. Und hat sich dann doch für ein anderes Wohnmobil entschieden. Jetzt war das ohne Verpackung, lag das sozusagen bei ihm in der Garage und konnte das nicht verschicken. Also das kann man auch verstehen. Also ich habe die ja mittlerweile gekauft, das sind Riesenpakete für so ein Plissi halt. Und dann haben wir letztendlich verabredet, wir treffen uns auf der Karawanmesse, dann bringt er das mit und dann kaufe ich ihm das ab. Preis war okay, perfekt. Ja, der war auch auf der Messe und sagte dann: Du, Ralf, ich hab den anderweitig verkauft. Da sage ich: Donnerwetter, hättest du ja vielleicht auch mal sagen können oder sowas, habe ich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und dann seine Antwort war aber, und das weiß ich noch ganz genau: Tja, musst du jetzt mit leben. Ja, zu seinem Wort zu stehen, hat auch was mit Charakter zu tun. Ich weiß, dass der Helmut sich wahrscheinlich ganz anders sieht. Ich vermute mal, dass er keine Lust hatte, das Riesending irgendwie in seinem Wohnmobil zu transportieren. Irgend so was wird er gewesen sein oder hat ein besseres Angebot gekriegt, keine Ahnung. Ich finde das letztendlich auch nicht schlimm, aber ja, also ein Mann, ein Wort. Und das ist halt nicht immer der Fall. In dem Fall halt nicht. Und was mich halt besonders ärgert, ich hätte meinen Plissi schon vor 3 Monaten einbauen können. Ne? So, und jetzt habe ich mich beholfen mit dem Vorhang und so, das ging ja auch, aber das ärgert mich schon. Und seine Antwort, also keine Entschuldigung oder so, sondern ja, wie gesagt, muss er mit leben, finde ich. Ne? Also, ist das wirklich die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Jetzt mal ehrlich. Ja, vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung, was Fiat angeht. Ne? Also da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte in den Foren. Soweit ich rausbekommen habe, ist Fiat wohl einen großen Deal mit Amazon und DHL eingegangen. Das heißt, ein Großteil ihrer Produktion geht halt nach Amazon. Der Bezo hat wahrscheinlich also wie man spricht, 60% über den EK-Preis bezahlt. Also viel Geld ausgegeben, damit er die Fahrzeuge auch bekommt. Gut, er hat natürlich auch ein echtes Interesse daran, seine Ware auszuliefern. Verbunden mit einer hohen Konventionalstrafe. Also ich glaube schon, dass die Anwälte von Amazon, ja, wie soll ich sagen, keine dummen Leute sind. Die wissen schon, was zu tun in ihren Verträgen. Und ja, damit Fiat halt ja, nicht Unsummen bezahlen muss, gehen sie wahrscheinlich dran pleite, haben die sozusagen einen riesen Großteil der Produktion ja, sozusagen rausgenommen, vom Budgetieren her sozusagen, und Amazon zugeschlagen. So dass die gesamte Wohnmobilbranche darunter leidet, keine Fiat zu bekommen. Und Fiat war ja tatsächlich, das kann man schon so sagen, einer der Hauptlieferanten der Wohnmobilbranche. Ganz, ganz viele Hersteller, übrigens Chanson nicht, nur mal so by the way. Deshalb liefern die ja 2023 keine Fahrzeuge, ne, weil sie keine Fiats bekommen und den Trend bzw. die Situation verschlafen haben, richtig verschlafen haben, anders kann man es ja nicht sagen. Die anderen Hersteller haben das erkannt und bauen ja jetzt auf Bulli, Crafter, Mercedes, MAN fort. Und die sind lieferfähig. Also 2023 werden ganz, ganz viele Wohnmobile ausgeliefert, überhaupt keine Frage. Und jetzt muss man ja mal eins überlegen. Und da gehe ich so ein bisschen auf diese immense Preissteigerung ein. Und da ist auch wieder eine Kritik an Chausson. Ja, wahrscheinlich werde ich da lieber auf den Stand dürfen. Chanson ist ja erheblich teurer geworden, das wisst ihr. Erheblich, ne? Ein Kastenwagen, hier mein Kastenwagen, den ich gekauft habe, 5,40 Meter, da habe ich bezahlt 40.000 Euro. 40.000 Euro. So wie der stand mit Markise, Radio, bliblablub. Heute kriegt man den kaum unter 60.
2 Jahre später. Ich weiß, Energiepreise, bliblablub, alles, was es da gibt. Aber es ist auch eins. Und das darf man nicht vergessen. Im Verhältnis zu den anderen Herstellern ist Chanson sehr viel teurer geworden, weil die anderen Hersteller, die auch teurer geworden sind, haben aber ein ganz anderes Basisfahrzeug. Ein Crafter, ein Mercedes und so weiter, die sind deutlich teurer im Einkauf, ne? Also als so ein Fiat. So, und das relativiert die Geschichte so, ne? Also ich denke mal schon, dass man für einen Mercedes vielleicht gerne mal 8.000, 10.000 Euro mehr ausgibt, also für das Grundfahrzeug. Als Einkaufspreis für den Hersteller, für den Wohnmobilhersteller. Der Hersteller musste noch sein ganzes, den ganzen Unterbau verändern, ne? Also diese ganzen Passteile. So ein Crafter hat halt ein anderes Dach, ne? Also damit diese teilintegrierten Geschichten, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, das musste ja alles angepasst werden. Vielleicht auch die Unterkonstruktion, damit das auf das Basisfahrzeug passt. Also die haben sehr viel Geld investiert, damit die liefern können. Das hat Chanson nicht gemacht, weil die wollten weiter auf Fiat liefern. Keine Ahnung, ob es in 2 Jahren noch Chanson gibt. Keine Ahnung. Also oder Challenger oder wie sie alle heißen. Die werden, also das ist meine Einschätzung. Unternehmerisch haben die, glaube ich, strategisch einen großen Fehler gemacht. Und die anderen, alle anderen Hersteller halt nicht. So muss man das ja sehen. Also Knaus, Bürstner, Detlefs, also alle, wie sie da sind, haben ja ein sehr gutes Angebot, lieferfähiges Angebot, also so ein Pepper, so ein ganz populäres Fahrzeug auf Mercedes, auch teuer, keine Frage, aber ist natürlich schon ein geiles Fahrzeug. Kann man nicht meckern. Hatte ich ja auch mal mit geliebäugelt. Ich würde halt nur kein Fahrzeug mehr kaufen mit Gasheizung. Würde ich einfach nicht tun. Ich würde ja am liebsten hier das ganze Gas rausreißen, aber das geht halt nicht. Also beziehungsweise ist mir das einfach, also kann ich mir nicht leisten, um das vielleicht auch so zu sagen. Aber am liebsten hätte ich gar kein Gas mehr. Ich bin mit meinen 400 Ampere Akkus zufrieden. Ich würde am liebsten noch einen dritten 200er da reinpacken. Ja, ich muss nicht mehr an Landstrom und so weiter. Habe ja jetzt lange überlegt, mir einen Kompressorkühlschrank einzubauen anstatt des Absorbers. Habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil die Kompressorkühlschränke einfach zu klein sind. Die würden für mich ausreichen, ist also keine vernunftbegabte Entscheidung, sondern ich finde diesen Kühlschrank einfach geil, also diese Größe und ach, da kriegt man so schönes Bier rein und auch Weißwein. Da muss ich nicht immer gleich nachtanken, wenn ich mal Besuch habe. Ja, und dann hat mich das Ordnungsamt Köln angerufen. Ist wirklich wahr? Sind Sie der Herr Schmidt von Living to Go? Sag ich ja. Also ich meine, ne, wenn einer schon so eine Frage stellt, Ordnungsamt Köln, blablabla, dann ist man gleich am Überlegen. Bist du wieder bei Rot über die Ampel gefahren? Was hast du jetzt wieder gemacht? Auch gleich so eine Widerstandshaltung in Form von, ich habe ja nichts gemacht, das wollen die von mir. Ne? Also so innerlich halt. Ne? Ja, aber das war halt die Marketingabteilung, die von den Ordnungskräften, also die Männer und Frauen, die da so rumlaufen, die Knöllchen verteilen, darauf hingewiesen wurde, dass ich ja ein Stellplatzvideo gemacht habe über das Kölner Rheinufer. Ja, und das wird wirklich sehr viel geguckt von euch oder von vielen von euch. Und das haben die halt für Camper gesperrt. Also das war ja sowieso immer, ich glaube, für nur bis 2,8 Tonnen. Da haben die aber nicht ganz so nachgeguckt. Und jetzt haben sie das sozusagen für Wohnmobil komplett gesperrt und gehen da regelmäßig gucken, ja, ob da Wohnmobile stehen. Ich habe natürlich den Hinweis gleich in mein Video gepackt oder unterhalb des Videos, sodass die Leute da, also ihr nicht darauf reinfallt. Wobei ich auch mal sagen muss, alles, was ich veröffentliche, stimmt zumindest nach menschlichem Ermessen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ein halbes Jahr oder 2 Jahre später, also ich kann ja nicht alle Berichte dauernd erneuern, zumal ich ja vieles nicht weiß. Wenn ich einen Stellplatz in, weiß ich nicht, Marokko, da bin ich nicht jeden Tag, ne? Oder so, oder in Dänemark oder wie auch immer. Also bitte immer selber nochmal gucken. Die Preise, die ich da nenne, veraltern natürlich auch mit der Zeit. Gar keine Frage. Gerade jetzt hier so nach der Pandemie sind ja viele Stellplätze deutlich teurer geworden. Ja, also bitte selber gucken und nicht böse sein, wenn ich 2020 noch nicht die aktuellen Zahlen hatte von 2023. Ne? Also auch das verstehen manche nicht. Also
Also, wie soll ich sagen? Manche Leute sind schon sehr verhaltenskreativ. Wie dem auch sei, ich kann mich gar nicht halten. Ja, aber es war auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch mit der Pressestelle da von Köln, vom Kölner Ordnungsamt. Ich hatte den natürlich gebeten, mich doch bitte mal. Ach so, genau. Wir haben dann natürlich noch so ein bisschen gesprochen. Er hat sich da nicht so geäußert, aber in Köln herrschen ja die Grünen, ne? Und die sind nun mal autofeindlich. Punkt. Also das ist so, ne? Wenn die Auto hören, dann werden die angetriggert und dann geht bei denen, weiß ich nicht, die Alarmglocken hoch. Und wenn es was zu verbieten gibt, dann machen die das. Es gibt ja, glaube ich, außer München vielleicht noch keine Stadt, die so teuer ist in den Parkgebühren und so weiter. Wobei Düsseldorf jetzt gerade auch wieder nachzieht. Also letztendlich sind sie alle gleich. Ja, hatte gebeten, vielleicht. Also, ich würde ja gerne mal mit einem Politiker sprechen und den mal interviewen. Da ist natürlich nichts erfolgt und wird auch nichts erfolgen. Ne? Also, wie soll ich sagen, jemand, der mit so einem kleinen Furz wie mich will sich keiner unterhalten und sich vor allen Dingen auch nicht der Gefahr aussetzen, vielleicht Dinge zu sagen, auf die er keinen Einfluss hat. Ne? Ist ja so. Naja, wollte ich euch nur erzählen. Übrigens, ich war jetzt in Köln. Ich war genau an dem Stellplatz. Also also es gibt ja einen Stellplatz, der ist sehr gut, sehr nett, habe ich auch übernachtet. Aber es gibt ja auch Rheinufer-Geschichte. Und da habe ich dann trotzdem übernachtet mit vielen anderen. Da war auch die Polizei. Also, die haben da, als ich ankam, haben sie gerade jemanden aus dem Rhein gerettet. Ich glaube, eine junge Frau, die da irgendwie reingefallen ist. Ich weiß es nicht. Waren ach, 4 oder 5 Krankenwagen da. 5 oder 6 Polizeiautos, also da war ein Riesenaufgebot, auch noch hier Polizeischiff, ne? Also Schiffchen von der Kölner Rheinpolizei. Haben also einen großen Aufwand betrieben, die Frau da rauszuholen. Ich bin aber sozusagen zum Schluss dazugekommen. Bin auch gleich mit meiner Lesi, die musste Pipi, bin ich mal rumgelaufen, also ne, Pipi machen und kam dann wieder. Kam da mit so einem Polizisten ins Gespräch und der sagte, ja, bleib ruhig stehen, gar kein Thema. Hab da mit anderen gesprochen, mit Kölnern, die da sich auch immer wieder hinstellen. Ja, die sagen, die kommen halt hin und wieder, machen dann hier groß rein, meistens schicken sie nur weg. Wie immer im Leben gibt keine festen Regeln. Aber die sich an feste Regeln halten wollen, die dürfen sich da nicht hinstellen. Punkt. Ja, dann habe ich ein ganz klein bisschen Politik, nur ganz, ganz wenig. Stichwort Dieselpreise in der EU. Wir in Deutschland sind also Spitzenreiter, wir sind die teuersten. Irgendwas müssen wir aber gut machen. Wenn ich so die Diskussionen in den Medien verfolge, muss ich schon so ein bisschen zweifeln an der Fähigkeit der Presse. Sorry, wenn ich dazu sage, bin ja nicht alleine. Wir haben nämlich alle vergessen, dass der Staat in den letzten 2 Jahren 30, ich glaube 32 Cent den Dieselpreis erhöht hat. Ne? Also das ist ja die sogenannte Umweltauflage. Im letzten Jahr waren das, glaube ich, 15 oder 16 Cent und in diesem Jahr sind es ja nochmal 16 oder 17 oder 18 Cent. Also sagen wir mal rund 30 Cent die letzten 2 Jahre. Ja, die könnten sie einfach mal für ein Jahr aussetzen. Ne? Da wäre der Preis gleich 30 Cent günstiger. Ne, der Staat würde auch nicht an den Übergewinnen profitieren, dann nehmen die ja auch Steuern ein, ne? Also und auch nicht unerheblich. Die Mineralölkonzerne sind ja, wie soll ich sagen, die verdienen viel Geld, damit auch der Staat 40, 50%, keine Ahnung. Also mit allen Steuergeschichten. Das wäre vielleicht eine gute Maßnahme, ist ganz unkompliziert, muss man einfach machen. Bundestag, Fragen, bla, zack. Und das kann man in 3 Tagen erledigen, um was zu sagen. Aber nein, da macht man halt große Tankrabatte und dies und jenes. Auch die GEZ-Gebühren hätte man mal in der Pandemie für 1, 2 Jahre aussetzen können. Sagen wir mal für alle Sozialhilfeempfänger. Wäre doch mal eine tolle Maßnahme gewesen. Ne? Aber nein, wir machen ja lieber ja, Politik, also sprich kompliziert. So richtig wohl fühlt man sich dann nicht mehr so in Deutschland, finde ich.
Deutschland ist ein tolles Land, nicht falsch verstehen. Ich liebe Deutschland. Ich liebe auch die Menschen in Deutschland, aber die Politiker liebe ich einfach nicht. Sorry. Oder sagen wir mal die meisten. Gibt auch ein paar gute. Ne? So. Muss man ja immer sagen. Ach ja, dann noch eine kurze Story zu Fritz Berger. Ich habe ja hier gegenüber noch ein Fenster, das lässt sich nicht öffnen. Lässt sich deshalb nicht öffnen, weil das halt, wenn ich die Seitentür aufmache, die Aufbautür aufmache, das im Konflikt geraten könnte. Ne? Fenster auf und dann schlägt das dagegen. Ja, ist irgendwie gut gedacht. Wenn man richtig gut denken würde, würde man ein Schiebefenster dahin machen, das auch nicht viel teurer ist als so ein Klappfenster, aber bin ich Ingenieur, ich bin ja ahnungslos, also ich meine verrückt, ne? So, und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer, muss man halt diese Gasdruckfedern hier kaufen mit den Riegeln, und dafür das Fenster brauche ich 3 Riegel. Und die gibt es in Verbund mit der Aufstellfeder und sozusagen eine extra. Und dieser eine extra Riegel, den haben sie nicht mitgeschickt. Da habe ich das dann eskaliert da, und da habe ich dann, weiß ich nicht, nach 4-5 Tagen erst Antwort bekommen. Mittlerweile habe ich gedacht, komm, dieser Riegel, der kostet glaube ich 7 Euro, den kaufe ich jetzt einfach nochmal und fertig, weil ich will ja da auf jeden Fall querlüften. Also diejenigen, die da kein Fenster haben, also gibt es so viele Wohnmobile, die da kein Fenster haben, das ist im Sommer unerträglich. Ne? Also man kann ja die Tür aufmachen, aber nachts will man vielleicht nicht die Tür aufmachen, oder man will nicht immer gesehen werden, ne, wenn man hier so sitzt und so weiter. Also das Fenster muss auf. Ja, und dann kam dann doch noch eine Antwort, dann haben wir uns hin und her geschrieben, und dann haben die mir die zweite Bestellung sozusagen erlassen. 11 Euro irgendwas mit Transport. Fand ich super. Also man muss auch mal was Positives sagen. Da hat Berger gut reagiert, wie ich finde. Hat also nicht lange Theater gemacht. Doppeldaumen. Ja, nochmal kurz zu meinem Kanal. Ich habe ja viele Formate. Ne? Ich habe jetzt den Wochenrückblick, ich habe technische Geschichten, Roomtouren von Fahrzeugen, News aus der Wohnmobilszene. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Ich weise ja immer noch wieder darauf hin, dass es da so eine Lupe gibt. Und da kann man draufklicken und dann kann man seinen Suchbegriff eingeben. Deshalb mache ich mir ja die Arbeit mit der Verschlagwortung der Videos. Und dann kann man sehr schön vielleicht auch nochmal ein Video angucken, was einem sozusagen darüber hinaus noch interessiert. Und dann gibt es ja auch immer die sogenannten Playlisten. Ne, da sind die Videos in ihren Themen zusammengefasst, also zum Beispiel Sicherheit im Wohnmobil. Und wenn man diese Playlist anklickt, dann kriegt man halt alle Videos zu diesem Thema angezeigt. Das gleiche gibt es übrigens auch auf meiner Webseite. Da ist das vielleicht ein bisschen übersichtlicher, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Video, was euch interessieren könnte. Tja, und dann brauche ich, wie gesagt, mal eure Hilfe. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Deshalb werde ich heute eine Umfrage starten und ich hoffe auf rege Teilnahme, denn jetzt könnt ihr bestimmen, wo ich hinfahre. Was interessiert euch am meisten? Also, Anfang Oktober geht sozusagen meine große Reise los. Da bin ich lange unterwegs. Zwischendurch komme ich vielleicht auch mal nach Deutschland zurück oder ganz sicher sogar. Aber so denke ich mal, dass ich so in die nächsten paar Jahre halt im Wohnmobil unterwegs bin. So, und Ende Dezember bin ich mit ein paar sehr, sehr netten Leuten verabredet. Und da wollen wir Silvester feiern und ein bisschen klönen, weiß ich nicht, eine Woche, zwei, keine Ahnung. Und danach will ich ja nach Marokko. So, also der Zielpunkt ist Spanien, südliches, also ganz unten. Wie fahre ich denn jetzt dahin? Ich habe ja 3 Monate Zeit. Also die logische Route über, weiß ich nicht, Luxemburg, Frankreich, Spanien möchte ich nicht fahren. Eine zweite Route wäre ja über die Alpen, ne? So über die Alpen, Côte d'Azur und dann langsam runter. Fände ich schon besser. Aber es gibt ja auch eine Balkanroute, also viele Wege führen nach Rom. Man könnte ja auch über Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien, ne, so rumfahren, um dann nach Spanien zu fahren. Ja, und meine Frage ist, würde euch das interessieren? Ne? Also ich würde eine Umfrage machen, sozusagen die Westroute, Frankreich, Spanien, oder die South Road, also ne, gerade runter, oder halt die Ostroute. Ja, und da würde mich eure Meinung interessieren. Bitte, bitte, bitte macht da viel mit, denn dann kann ich gute Videos für euch machen auf meiner Reise. Und das möchte ich halt
ja, möchte einfach für euch den besten Content bieten oder für die meisten von euch. Und da könnt ihr mir gerne helfen. Ja, dann habe ich ja eine Umfrage gemacht mit meiner Tischplatte. Ich habe mich jetzt für Beton dunkel entschieden, obwohl ihr alle hell wolltet oder viele. Ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wurde mir sozusagen persönlich ausgehändigt. Also die Platte da verkaufen, ich verlinke euch das unterhalb von Amazon, also als Amazon-Link. Die liefern sozusagen selber aus, also nicht mit einem Paketdienst und so weiter. Und also haben so einen persönlichen Fahrer, so, und der hat mir die ausgeliefert. Das war super. Die ist viel leichter als meine alte Platte, die ich gekauft habe. Ist also halt nicht so dick. Ich finde dick schon schöner, aber naja, gut, muss ich halt mit leben. Dafür ist halt leichter. Und ja, ich brauche jetzt nicht, ich brauche jetzt nur noch einmal die Woche sauber machen. Quatsch. Aber man sieht halt nicht mehr so diese Fingerabdrücke und so weiter. Ach ja, und dann habe ich ja noch, das muss ich euch zeigen. Dann habe ich noch das hier gekauft. Das ist richtig klasse. Zeige ich euch in einem Kurztipp. Die Tage müsst ihr haben, müsst ihr haben, müsst ihr haben, müsst ihr haben. Wie geht's weiter? Ja, ich habe mich ja für, wie ich eben schon sagte, dazu entschlossen, den Kühlschrank zu behalten. Werde aber jetzt hier deshalb LPG-Gas einbauen. Das mache ich nächste Woche. Wird auch ein spannendes Thema, werde ich natürlich dokumentieren für euch. Hatte ich euch schon gesagt, dass ich so super intelligent bin. Habe mir also diesen Gastank gekauft und so weiter, ne, LPG-Gas, damit ich halt in Europa nicht immer diesen Flaschentausch auch habe. Das ist also keine Frage des Preises. Der LPG-Gas ist nicht viel günstiger als jetzt der normale, als eine Propangasfüllung. Und stelle fest, in Marokko, wo ich ja ein paar Monate bleiben möchte, gibt es gar kein LPG-Gas. Oder ist auf jeden Fall extrem schwierig. Wenn ihr andere Informationen habt, bitte unten drunter schreiben. Ja, jetzt habe ich die Flasche. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da klarkomme, dass ich da irgendwie noch was anderes konstruiere. Aber dazu meiner unglaublichen Intelligenz. Also auch ich leide häufig an Selbstüberschätzung. Manchmal sogar deutlich. Ja, dann habe ich einen neuen Wechselrichter bekommen, den baue ich ein. Der ist natürlich viel größer. Also ich habe mich ja jetzt, habe ja gesagt, ihr hattet recht, brauchen 2000, 2500 Watt Wechselrichter. Den habe ich jetzt mit Netzvorrangschaltung, ganz geiles Teil. Ist natürlich viel, viel größer als der alte. Jetzt muss ich halt alles wieder umbauen. Freue ich mich schon drauf. Ist eine never ending Story hier. Also ich hoffe, ich werde in den Dingen alt, weil nochmal kann ich nicht so ein Wohnmobil ausbauen. Ja, dann werde ich halt der Plissi einbauen ins Fahrerhaus. Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wie ich das mache oder wie man das macht. Ja, und dann gibt es noch so ganz viele andere kleine Themen, die ich so ja noch erledigen möchte. Also seid gespannt, es geht also weiter. Achso, dann habe ich natürlich auch die Budget-Geschichte noch, blende ich euch hier gerade ein. Das ist natürlich nicht so ernst zu nehmen, ne? Weil die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Wochen habe ich ja immer umsonst gestanden auf der Messe. Ich stehe jetzt gerade hier auf dem Stellplatz in Hexenland. Hatte ich auch schon mal einen Bericht gemacht, mache ich noch gerade einen neuen jetzt wieder, weil es so einiges verändert hat. Ein toller Platz. Und hier darf ich dann umsonst stehen. Übrigens der einzigste Platz, also 150 Stellplätze-Videos habe ich roundabout erstellt. Das ist der erste, der sagt, hör mal Ralf, du kannst ja hier mal 2-3 Tage umsonst stehen. Bei den anderen bezahle ich immer, nur damit ich das gleich wieder gerade rücke. Ne? So. Ach ja, und noch zu dem Sven fällt mir gerade ein. Da hat mich doch tatsächlich einer gefragt, was mich das gekostet hat, dass der einen Bericht über mich bringt. Sage ich euch, war richtig teuer. Ich glaube, 4 Bier, 2 Stückchen Fleisch und ich musste halt 2 Tage mit dem reden. Also es war sozusagen nicht billig, wie manche denken. Wie ist mein neues Lieblingswort? Verhaltenskreativ. Was hatte ich denn jetzt gerade gesagt? Den haben wir den Faden verloren. Achso, mit dem Budget, genau. Ich habe ja, ne, ihr seht ja, Friedhofsblond. Da kann man auch schon mal was vergessen, mein Gott. Also, ich habe halt so viel Geld jetzt nicht ausgegeben. Natürlich freue ich mich darüber.
Deshalb muss man diese Budget-Geschichte immer so auf lange Zeit halt sehen, ne? Nicht für einen Monat, ne? Aber umso mehr ich veröffentliche in dieser Richtung oder, ne, oder jede Woche halt, kriegt er so ein Gefühl dafür, wie die Dinge, also was sie kosten und ob ihr euch das leisten könnt oder ob ihr überhaupt Geld einspart. Ich glaube ja nicht, dass man Geld einspart, wenn man so in der im Mietbereich von 5, 6, 700 Euro ist, wird man nicht viel Geld einsparen. Das ist auch der falsche Motivator, im Wohnmobil zu leben, Vollzeit im Wohnmobil zu leben. Der Motivator sollte sein, Frieden, Freiheit, Abenteuer. Und ich bin froh, wenn ich unterwegs bin. Im Moment bin ich noch gebunden hier, aus verschiedenen Gründen, aber Oktober geht's los und dann bin ich weg. Und freue mich auf alle, auf die ich unterwegs treffe. Ich hoffe, ihr sprecht mich an. Wir können, wie gesagt, ein Bierchen trinken. Wir können auch ein Wasser trinken. Also das ist euch überlassen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam für euch. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Bleibt mir gewogen. Ich hab euch alle lieb. Bis dann. Tschüss.